Ja, also es geht um den Stahlbetonrahmen. Das ist ein Modul, mit dem wir nichtlineare Berechnungen durchführen können, nach Theorie zweiter Ordnung. Und deswegen möchte ich am Anfang noch mal ein bisschen auf die Hintergründe eingehen, dass wir einfach mal wissen, was technisch dahinter steckt, was wir tun, und am Ende des Vortrags ein paar Anwendungsbeispiele zeigen, wofür das gut ist und in welchen Fällen wir es vielleicht nehmen müssen oder wo es uns eine große Hilfe sein kann. Also der erstmal die Hauptunterscheidung zwischen Theorie erster und zweiter Ordnung ist, dass ich das Gleichgewicht am verformten System bei Theorie zweiter Ordnung führe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel das Fußmoment berechnen will, ist es h mal l, das ist es auch bei Theorie erster Ordnung, aber es kommt noch ein Anteil aus der Vertikalkraft dazu, die muss ich mit der Auslenkung hier oben multiplizieren. Und das führt natürlich dazu, dass sich der Stab weiter zur Seite verbiegt und ich muss die Berechnung iterativ durchführen, bis es zu keinem Zuwachs von dieser Verformung mehr kommt. Und dann habe ich ein Gleichgewicht gefunden, für das es stimmt. Das ist der eine Punkt. Dann ist die Frage, wann muss ich nach Theorie zweiter Ordnung rechnen? Da steht in der Norm ein Satz, ich muss es immer dann machen, wenn die Auswirkungen nach Theorie zweiter Ordnung größer 10% der Theorie erster Ordnung sind. Das ist natürlich leicht gesagt, aber um das festzustellen, muss ich ja im Prinzip eine Theorie zweiter Ordnung Berechnung machen. Und damit habe ich nichts gewonnen, dann kann ich auch gleich Theorie zweiter Ordnung rechnen. Deswegen gibt es Vereinfachungen für Stützen. Da sagt man, man kann auf zweiter Ordnung verzichten, wenn die Schlankheit der Stütze eine gewisse Grenzschlankheit, das gibt hier unten verschiedene Kriterien, nicht überschreitet. Das könnte man jetzt näherungsweise für die Rahmenstiele auch verwenden. Da wären wir irgendwo in dem Bereich bei einem einfachen Rahmen von diesem Stiel G hier. Und da steht schon Knicklänge, weil die muss ich kennen dafür, größer 2L. Das heißt, es ist gar nicht so trivial, von einem Rahmenstiel die Knicklänge zu bestimmen. Die ist nicht irgendwie 2 oder wie jetzt hier bei einer Pendelstütze 1,0 mal der Länge, sondern da muss ich die Steifigkeitsverhältnisse im Rahmen kennen und das ist nicht ganz einfach. Deswegen ist man bei einer Rahmenberechnung eigentlich in der Regel aufgefordert, eine Theorie zweiter Ordnung Berechnung zu machen. Das machen wir im Prinzip auch zum Beispiel mit dem Modul 603.de. Da machen wir zwar Schnittgrößen nach Theorie erster Ordnung, bringen dann aber über das Modellstützenverfahren die Theorie zweiter Ordnung in die Knicklängenberechnung oder in die Berechnung der Stützen mit ein. Auch da halt dann auf der sicheren Seite und ohne genaue Berechnung machen wir im Hinterkopf Theorie zweiter Ordnung Berechnung. Einfach mit einem vereinfachten Verfahren. Ja, und wenn wir eine Theorie zweiter Ordnung Berechnung machen, habe ich hier mal die Arbeitsschritte aufgeführt. Zunächst brauchen wir Imperfektion. Wenn wir uns die Stütze von vorhin nochmal vorstellen und die hätte jetzt keine Horizontalkraft, dann würde aus Theorie zweiter Ordnung überhaupt nichts rauskommen. Und die Stützen sind aber in Wirklichkeit ja nie genau gerade und es gibt immer, die Lasten stehen nie genau in der Mitte, gibt immer kleine Abweichungen. Und um diese initiale Abweichung sozusagen abzubilden, werden Imperfektionen angesetzt, damit steht das Ding schon mal ein bisschen schief und damit kommt eigentlich erst die Berechnung in Gang. Ich muss eine Bewährungswahl durchführen. Ich kann nur eine Theorie zweiter Ordnung Berechnung durchführen, wenn ich die Steifigkeiten kenne. Also muss ich initial mich für irgendeine Bewährungsmenge entscheiden. Dann mache ich die iterative Schnittgrößenermittlung, bis es zu keinen Verformungszuwächsen mehr kommt. Prüfe die Tragfähigkeiten, das heißt, ich gucke, sind die Spannungen und Dehnungen in allen meinen Querschnitten vom Stahl und vom Beton eingehalten. Dann kann ich die Bewährung nochmal ändern. Wenn ich das gemacht habe, muss ich wieder zurückspringen, muss die Schnittgrößen neu ermitteln. Das ist das gleiche wie im Stahlbau, was wir eben gesehen haben. Wenn ich den Querschnitt ändere, wenn ich ein anderes Stahlprofil nehme oder hier, wenn ich die Bewährung ändere, ändere ich die Steifigkeitsverhältnisse und damit ändere ich am Ende auch die Schnittgrößenverteilung. Und das Ganze mache ich eben so lange, bis die Bewährung gerade so ausreicht, dass ich eine wirtschaftliche Bemessung habe. So, fangen wir mit dem ersten Schritt an. Schiefstellung, das ist noch relativ trivial. Es gibt einen Schiefstellungswinkel, Theta. Da gibt es einen Grundwert, ein 200stel, den darf ich in Abhängigkeit von der Gebäudehöhe oder auch von der Anzahl der mitwirkenden Stützen abmindern. Das steckt in diesen beiden Abminderungsfaktoren. Daraus kann ich mir eine Exzentrizität ermitteln, indem ich es mit der halben Knicklänge multipliziere und damit weiß ich, wie sehr steht mein Tragwerk oder mein Rahmen schief.
Das zweite ist, wir machen nicht nur Theorie erster und zweiter Ordnung, sondern wir berücksichtigen auch die Nichtlinearität der Baustoffe. Es ist ja im Stahlbeton nicht so, dass wir einen Baustoff haben, bei dem wir die Spannung ermitteln können als Sigma gleich E mal Epsilon, also dass ich einfach die Dehnung im Werkstoff mit dem E-Modul multipliziere, wie ich es im Stahl machen könnte, sondern ich habe einen Zusammenhang zwischen Spannungen und Dehnungen, der einfach so einem parabolischen Verlauf folgt. Auch die Spannungsdehnungslinie des Stahls ist genau genommen nicht linear, die ist bilinear, die ist nur linear bis zur Streckgrenze des Stahls und dann ja, dann geht es mit einer anderen Neigung weiter. Und den E-Modul, den wir im Beton immer angegeben kriegen, das ist ein Wert, der entspricht im Prinzip der Steigung dieser Geraden bei 40% der mittleren Betonfestigkeit. Ja? Das ist einfach nur mal ein Näherungswert, der in diesem unteren Bereich gilt. Ja, hier ungefähr geht es gerade hoch, aber wir sind ja in der Tragfähigkeit des Betons, wir nutzen ja den Beton bis hier oben aus von den Dehnungen her. Von daher muss die Nichtlinearität des Baustoffes irgendwie mit in die Berechnung. Dann gibt es natürlich noch andere Effekte, die nicht linear sind beim Stahlbetonbau. Das Kriechen und Schwinden ist eins, dann Zustand 1, Zustand 2, nicht zu verwechseln mit Theorie erster und zweiter Ordnung. Zustand 1 heißt, der Beton bleibt ungerissen, Zustand 2 heißt, er bekommt Risse und der Beton trägt nicht mehr mit, sondern nur noch der Stahl trägt in diesem Bereich. Und das Tension Stiffening, das ist so ein Zwischending zwischen Zustand 1 und Zustand 2, weil der Beton reißt ja nicht komplett, sondern es gibt Risse an einzelnen Stellen und zwischen zwei Rissen gibt es noch Beton, der heil ist. Ja? Zwischen zwei Rissen trägt der Beton immer noch auf Zug mit. Und diesen Effekt müssen wir auch mit abbilden und das muss alles, sage ich mal, in die Berechnung mit einfließen und dann haben wir nicht linear nach Theorie zweiter Ordnung gerechnet. Es ist klar, dass das Superpositionsprinzip nicht gilt, das heißt, wir müssen vor jeder Berechnung die Lasten kombinieren und dürfen nicht nach der Berechnung die Schnittgrößen kombinieren. Ja, wir müssen immer erstmal mit kombinierten Lasten komplett auf unser System setzen. Ja, wie sieht eine Verformungsberechnung aus? Hier erstmal linear, ganz einfach. Das ist die allgemeine Gleichung. Wenn ich jetzt die Verformung zum Beispiel hier am Kopf wissen will, dann muss ich die Krümmung über die Stablänge mit dem Moment aus so einer Einslast mit diesem Verlauf multiplizieren und darüber das Integral bilden. Bei einem linearen Werkstoff kann ich einfach sagen, ich ersetze die Krümmung mit m durch EI und bringe dann, stelle hier um, ziehe das 1 durch EI vors Integral und kopple dann im Endeffekt diese beiden Dreiecksflächen. Das haben wir alles im Studium mal gemacht, ist relativ trivial. Beim nichtlinearen Werkstoff gilt natürlich die allgemeine Gleichung ganz genauso. Nur wir dürfen jetzt in dem Fall können nicht einfach die Krümmung mit m durch EI ersetzen, sondern müssen uns die Krümmung über die Tragwerkslänge an verschiedenen Stellen berechnen. Und das können wir machen, indem wir die Krümmung schreiben als die Summe der Randdehnungen hier geteilt durch die Höhe am Querschnitt. Jetzt müssen wir nur an die Randdehnungen irgendwo kommen. Und das schaffen wir mit dem Gleichgewicht der inneren und äußeren Kräfte, also das Gleiche, was wir bei der Bemessung auch machen. Ja, wenn wir eine normale Bemessung im Zustand 2 machen, dann bilden wir das Gleichgewicht der inneren und äußeren Kräfte, leiten uns aus den Dehnungen, aus diesem Dehnungszustand die Spannungen her im Stahl und im Beton. Und aus den Dehnungen kann ich wieder die Kräfte berechnen, die muss ich ins Gleichgewicht bringen. Und wenn das Gleichgewicht hergestellt ist, dann habe ich einen Zustand gefunden, mit dem ich weiterrechnen kann. Und in dem Fall gibt es eine Änderung gegenüber der Bemessung, um die Spannungen im Beton anzutragen, nämlich nicht das Parabelrechteckdiagramm, sondern das allgemeine Spannungsdehnungsdiagramm für den Beton. Das ist die einzige Änderung. Somit hätten wir die eine Forderung Zustand 2 erfasst, weil das ist eine Berechnung im Zustand 2. Ich gehe hier immer davon aus, dass der Beton auf Zug nicht mehr mitträgt, sondern nur noch in der Druckzone wirkt und in der Zugzone wirkt der Stahl. Dann müssen wir das Kriechen irgendwie berücksichtigen. Wir kennen alle das Phi unendlich. Das ist ein Wert, den kann ich in der Norm nach einem gewissen Verfahren berechnen.
Aber das Phi unendlich gilt für die quasi-ständige Kombination, also für einen Gebrauchstauglichkeitszustand in Wirklichkeit. Wir befinden uns aber jetzt bei diesen Schnittgrößenberechnungen ja in Bemessungssituationen. Und deswegen dürfen wir den Phi-Wert kalibrieren, indem wir das Moment aus der quasi-ständigen Kombination im Stab geteilt durch das Moment in der jeweiligen Kombination teilen und das mit dem Phi-Unendlich-Wert multiplizieren. Das führt im Endeffekt zu einer Abminderung des Phis. Ja? Und ich habe dann in jeder Kombination einen eigenen Kriechbeiwert, damit am Ende, wenn das aufsummiert ist, im Grunde immer der gleiche Kriechanteil dazugezogen wird. Weil es werden bestimmte Werte mit 1 plus Phi multipliziert und dann würde ich hier zu viel Kriechen berücksichtigen. Ja, und das Kriechen kriege ich in die Berechnung mit rein, indem ich nicht die normale Spannungsdehnungslinie für den Stahlbeton nehme, sondern alle Dehnungswerte mit 1 plus Phi multipliziere. Also ich mache ganz normal mein Gleichgewicht der inneren und äußeren Kräfte und verwende aber jetzt eine modifizierte Spannungsdehnungslinie für den Stahlbeton. Und dann haben wir noch den zweiten Effekt. Wir rechnen ja bisher reiner Zustand 2. Ich möchte aber das Tension Stiffening. Ich möchte, dass ich beachte, dass teilweise Beton ungerissen bleibt oder dass der Beton in den ungerissenen Bereichen mitträgt. Und das kriege ich über eine Modifikation der Spannungsdehnungslinie über den Stahl. Wie das geht, das erspare ich euch jetzt. Wir müssen nur wissen, wir rechnen jetzt mit einer modifizierten Spannungsdehnungslinie. Diese Modifikation ist lastabhängig. Das heißt, in jeder Einwirkungskombination, in jedem Querschnitt, an jeder Stelle im Rahmen gibt es ein neues Werkstoffgesetz für den Stahl. Das ist relativ aufwendig, aber wenn man es einmal programmiert hat, läuft es halt im Prinzip mit durch. Also nochmal zur Wiederholung. Gleichgewicht der inneren und äußeren Kräfte. Kriechen kriegen wir durch Modifikation dieser Spannungsdehnungslinie mit rein, Tension Stiffening durch Modifikation dieser Spannungsdehnungslinie. Und das ist im Grunde genommen das, was dahinter steckt, hinter so einer nichtlinearen Berechnung für Rahmen. Wenn man das jetzt mal gegenüberstellt, jetzt mal nur linear und nichtlinear, jetzt beides Theorie zweiter Ordnung, dann führt das Nichtlineare natürlich zu einem Abfall der Steifigkeiten. Ja, ich gehe ja davon aus, der Beton reißt auf. Hier habe ich gesagt, bleibt alles ungerissen. Das führt in der Regel dazu, dass die Momente so am Stützenfuß in dem Fall anwachsen. Das System wird weicher, es verformt sich mehr. Ich habe mehr Anteile Theorie zweiter Ordnung. Aber umgekehrt führt es auch dazu, dass sich in den Riegeln geringere Schnittgrößen aufbauen, weil es ist ja weicher. Das heißt, es zieht die Kräfte nicht mehr so stark in die Riegel. Das müssen wir dann bei vereinfachten Berechnungen kompensieren, indem es ja wegen der Ungenauigkeit sozusagen, dass uns hier fehlt, Sicherheitszuschläge gibt und am Ende kommen wir wieder zu ungenaueren Ergebnissen oder unwirtschaftlicheren Ergebnissen, weil sicher muss es ja sein.